Ja, und ich bin krank und ja, dann hatte ich jetzt gerade sehr viel Zeit, ne? Jo, das kommt im Spielkonto gut. Schaffst du eine 50.000 am Tag? Ja, klar. Das ist ja relativ easy, ne? Ja, wenn man einen Tag Premium hat schon, dann geht es. Ja, ich kaufe mir auch ansonsten zwischendrin nochmal irgendwie. Wenn ich weiß, dass ich Zeit zum Spielen habe, dann hole ich mir auch so Premium-Spielzeit. Ja. Also das hatte ich früher halt in erster Linie gemacht, weil da weil die weil man ja sonst nicht Dreier Platoon fahren konnte. Wenn man sich's monatsweise kauft, sind es 30 Cent pro Tag und ich denke, das kann jedem verfügbar sein. Richtig. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also, wie man da zum Geld steht und ich bezahle auch für andere Spiele Geld. Also ich mag das nicht, wenn es halt ein echtes Pay-to-Win ist. Und hier ist es halt so, du kannst, du hast einfach faire Chancen, ne? Trotz allem. Das ist ja schon auf deiner Killing Spree hier, ha? Echt das Gefühl, dass seit dem letzten Patch die Aussies wieder stärker sind. Sind sie aber nicht, ne? Also, die werden aber wieder vermehrt gespielt. Ich weiß nicht, auch noch nicht. Die sind ja einfach gar nicht mehr im Spiel. Die waren ja einfach komplett weg. Ja, mit gutem Grund wurden nicht mehr gespielt, aber wirklich so oft wie ich zurzeit wieder Arti-Treffer abkriege und dann auch noch mit vollem Schaden, gehe ich echt davon aus, dass die inzwischen heimlich verbessert wurden von einem Aim-Zeit Möglich. und so weiter. Möglich. Oder die Spieler haben sich dran gewöhnt. Das kann natürlich auch sein. Weißt du, wenn jetzt die Spieler einfach jetzt wissen, wie das geht, oder nicht? Auf Stufe, wenn das Stufe 2er Art in einem Stufe 2er Gefecht hast du trotzdem keine Chance, irgendwas zu treffen. Die Fahrzeuge sind viel zu schnell. Ja. Vorm Patch hattest du die Möglichkeit.
Und sie dürfte links oben stehen. Na, nichts hier. Eine hat sich schon versenkt. Na ja, diese ambitionierten Scouts. Mal schauen, ob der sich da erstmal mal hin. Also das sind so die Scouts, die nicht checken, dass es überhaupt gar nichts bringt, wenn er scoutet. Und da aber niemand ist, der schießen kann, ne? Na, die imaginäre Arti kann schießen. Ach so. Aber der ist komplett bei der Straße, ne? Ja, okay. Also die Stadt. Jetzt dreimal hintereinander kritische Schaden. Wem jetzt da, oder? Jo. Da ist nur AT2, wir waren hier. Enemy armor is hit! Critical hit! Critical hit! We didn't penetrate their armor! Ich hatte jetzt eigentlich vor, von da hinten reinzufahren, aber... They're knocked down! AT2
T2 ist dann schon zu assi gegen mich. Ja. Dann nehme ich lieber einen KV1. Dann müssen wir jetzt gleich Rudelbumsen in AC2. Lass mal schauen, wo der genau steht. Ziemlich sicher, dass der da hinten im Eck steht. Ja, muss ja. Das ist ja gar nicht mal so blöd von dem guten AT2. Was der Valentine jetzt macht, ist natürlich saublöd. Er ist halt hier in dem Haus in Deckung stehen und cappen. KV1 hat einen kaputten Motor, kaputten Fahrer und kaputte Ketten. Oh, ja, ja. Aber wie es aussieht, keinen kaputten Spieler. Ja, wie der T28 da hinten. Ne? Genau. Ich habe ihn lang genug beschäftigt. Ja, sehr gut. Das kriegst auch nicht von jedem Mitspieler, dass der dann wirklich auch mal stehen bleibt, das Feuer erträgt, damit der andere in Ruhe den killen kann. Ja, 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 genau. Genau. Ich will gerade einen rauchen, ist das in Ordnung?